Dann kommt der Berichterstatter, Herr Müller, und dann reitet sich nach der, sozusagen, wann die Verfassungsrichter, Richterinnen gewählt wurden, dann, die kommen dann nacheinander in ihrer Funktion auf ihre Plätze. Bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Verkündung der Entscheidung in dem Verfahren über die Anträge. Erstens, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisation Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung ist verfassungswidrig. Zweitens, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisation Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung wird aufgelöst. Drittens, es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisation Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung zu schaffen oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzusetzen. Viertens, das Vermögen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung wird zugunsten der Bundesrepublik Deutschland für gemeinnützige Zwecke eingezogen. Antragsteller ist der Bundesrat. Antragsgegnerin ist die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Es handelt sich um das Verfahren 2 BVB 1 aus 2013. Erschienen sind für die Antragsgegnerin Herr Parteivorsitzender Frank Franz, die Herren Stefan Köster, Ronny Zasow, Andreas Storr sowie als Bevollmächtigter die Herren Rechtsanwälte Peter Richter und Michael Andrzejewski. Für den Bundesrat Frau Bundesratspräsidentin Malu Dreyer, Herr stellvertretender Direktor des Bundesrates Dr. Georg Klemann sowie als Bevollmächtigte Herr Prof. Dr. Christoph Möllers, Herr Prof. Dr. Christian Waldhoff und Herr Prof. Dr. Dr. Alexander Ignor. Mit dem Bundesrat sind erschienen Herr Innenminister Joachim Herrmann, Herr Innenminister Lorenz Cafier, Herr Innenminister Boris Pistorius, Herr Innenminister Ralf Jäger, Herr Innenminister Roger Lewenz, Herr Innenminister Markus Ulbig, Herr Innenminister Dr. Holger Poppenhäger. Für den Deutschen Bundestag ist erschienen Frau Regierungsdirektorin Dr. Steffi Menzenbach. Aus dem Deutschen Bundestag Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Abgeordnete Petra Pau, Frau Abgeordnete Renate Künast, Herr Abgeordneter Dr. Hans-Peter Uhl, Frau Abgeordnete Dr. Eva Högel, Herr Abgeordneter Matthias Schmidt und Frau Abgeordnete Martina Renner. Für die Bundesregierung ist erschienen Herr Ministerialdirektor Hans-Heinrich von Knobloch. Für das Bundespräsidialamt ist erschienen Herr Ministerialrat Prof. Dr. Stefan Pieper. Als sachkundige Dritte sind erschienen Herr Prof. Dr. Eckhard Jesser, Herr Prof. Dr. Dirk Borstel und Herr Prof. Dr. Steffen Keilitz. Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes. Erstens. Der Antrag der Antragsgegnerin auf Einstellung des Verfahrens wegen des Vorliegens unbehebbarer Verfahrenshindernisse, hilfsweise auf Aussetzung des Verfahrens, bis der vom Deutschen Bundestag am 20. März 2014 eingesetzte Untersuchungsausschuss zur NSA-Abhöraffäre seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, wird zurückgewiesen. Zweitens. Die Anträge des Antragstellers werden zurückgewiesen. Drittens, der Antrag der Antragsgegnerin auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen wird abgelehnt. Bitte nehmen Sie Platz.